Genau, also das Luftding wieder aufdrehen. Das mache ich jetzt einfach bloß ein bisschen auf. So, ja. Wir fahren erstmal die Z-Achse aus dem Weg. Dass wir ein bisschen Platz zum Arbeiten kriegen. Deswegen kann man das Thema allgemein mal ein bisschen putzen. So, dann kann man hier einmal lösen. Ich würde aufpassen, dass man quasi den Stift nicht verschiebt. Weil damit die Z-Positionierung sonst kalibriert und anders. So, die beiden Schrauben. Also einfach die zwei Messingschrauben aufmachen? Genau, die trennen quasi einfach den Strahlgang von der Fokuseinheit. Ja, oder es ist dreckig. Okay. Also die Linse ist auf jeden Fall dreckig. Was wir jetzt eigentlich machen können, ist, wir können quasi gleich einen Test, zumindest grundlegend, mal kurz hier machen. Wir können natürlich hier die Achse nicht verfahren, aber wir können auch ein bisschen fester andrücken. Jetzt quasi mal einen Abdruck nehmen auf die Weise. Ups, jetzt. Hoppala. Auch leer. Ja. Gut, aber das, was ich sehen kann, ist relativ mittig geraten. Das sieht also ganz mal grundlegend nicht allzu schlecht aus. Gut, aber den Spiegel muss man auch in jedem Fall reinigen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Spiegel an. Hier gab es irgendwo ein kleines Werkzeug-Kit. Hier? So ein kleiner... Du könntest sein, dass was da drin ist, zwischen. Ne, das ist nur die Doku. Genau, also das Werkzeug stand auf der grünen Box und sieht so aus. Ja, hier ist aller möglicher Krempel drin, der hat dazugehört. So, in dem Fall bei den Spiegeln. Wir haben Messingschrauben und wir haben Stahlschrauben. Messingschrauben sind für die Justage, Stahlschrauben sind für die Befestigung. Das heißt, die Messingschrauben wollen wir am ehesten gucken vorher, dass die alle hier die, ja, die Arretierungsrätchen quasi fest sind. Genau, dass die fest sind, dass sich da nichts verstellt. Ja, sonst müssen wir das nachher nochmal. Wir wollen möglichst wenig hinterher nochmal machen müssen. Ja. Und dann schrauben wir mal den ganzen Spiegel ab. Entsprechend an den Stahlschrauben. So, fangen wir mal, glaube ich, mit der da lieber an. Also man merkt auch, es ist nicht brutal festgezogen, die sind eigentlich ganz entspannt. Nee, die sind ja federgelagert. Ja. Das sind halt Federn, die das anpressen und mit den Messingschrauben wird es entsprechend weggedrückt. Die richtige Distanz. So, natürlich jetzt natürlich da das Federgelager, das natürlich aufpassen beim Lösen, dass hier nichts springt. Ja, man merkt es jetzt. Jetzt will er nämlich weg. Das wollen wir natürlich verhindern ein Stück weit. So, dann haben wir einen ganz schön dreckigen Spiegel. Weil der unterste Dreckfleck könnte auch gerade von den letzten Tests kommen. So, dann haben wir hier, wunderbar, hier haben wir schon Mikrofaser. Warte mal, magst du das hier oben machen, dann sieht man das. Ja. Ich mache auch nochmal Stopp und dann machen wir... Also jetzt machen wir die Spiegelreinigung, weil man sieht, da ist irgendwie so ein dunkler Fleck mit drauf. Ja, den könnten wir gerade verursacht haben beim letzten Test. Und dann einfach entsprechend... vorsichtig ohne groß Druck das Lösungsmittel arbeiten lassen. Also ja, es kommt auf jeden Fall schon mal Dreck runter. Okay, sehen wir auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig, aber genau, machen wir es einfach.